kannten sie, mein Name ist Frederik K. Yeah. Ha. Freunde gingen fort, Mädels kamen und gingen, weil sie nur an einem Teil und nicht am ganzen Torzmann hing. Hip-Hop war meine erste Freundin, sie machte mich zum Mann, gab mir meinen Stolz und Wissen, dass ich lehren kann. Wie am ersten Tag bin ich noch verliebt, weil es für mich nichts anderes gibt, was mir mehr Kraft gibt. Perfekt wie ein Kreis, 360 Grad, umschließt mein Leben und begründet jeden Tag. Wenn ich sterbe, stirbt zwar auch ein Teil dieser Kultur bloß, wenn Hip-Hop stirbt, werden viele obdachlos. Es kam ja 82, 83 diese Breakdance-Welle hier rüber. Wo seid ihr? Und da haben wir eben über den Weg des Breakdances gelernt, was die Hip-Hop-Welt so bietet. Und irgendwann, als wir gemerkt haben, dass wir körperlich nicht mithalten können mit unseren Knee-Spins, mit unseren Freunden wie Storm zum Beispiel, haben wir gesehen, okay, der burnt mich. Dann habe ich gesehen, dass es sprachlich gesehen einfacher ist für den Körper und so sind wir zum Rap gekommen. Immer wieder Lieder wie die da nieder, doch die Masse fand's prima, wollte es lieber primitiver. Es brach aus, das MTV war Videofieber, doch unsere Lyrics wurden tiefer, die Musik innovativer. Heute bist du Rapstar, ich Rentner, berühmtester Bettler, du schmeißt die Pro-Hotel, ich an der Slackbar. Nun denkst du etwa, aber Rap da, du checkst gleich auf jeden Track, weg ja wie die Lava der Sedna, Tony R. Der Funk-Joker, mit mir ist der Soul da, fett wie ein Holker, es ist wohl wahr, dass Advanced Chemistry groß war. Du liest es auf jedem legendären Hip-Hop-Jam-Poster. Oh ja, so sah sogar dieser oder jener unser Sober, Väter, jeder Meter, 360.000 Kilometer. Bei mir war es einfach das Problem, ich stand auf der Bühne und wollte etwas sagen, direkt aus dem Bauch raus, und das konnte ich einfach nicht auf Englisch. Deswegen habe ich dann auch gesagt, ach scheiße, und habe es aber auf Deutsch gesagt, fertig. Ich habe so viel erzählt zwischen den Songs, weil ich den Leuten was erzählen wollte, dass ich irgendwie das MCing voll irgendwie ausgebaut haben. Wir haben uns auf die Bühne gestellt und haben einfach von Anfang an zwei Stunden, drei Stunden Show gemacht, nur improvisiert. Auf Deutsch, während die anderen noch auf Englisch gerappt haben. Also es war eine totale Kluft dazwischen. Aber ich für meinen Teil bin jetzt woanders. Und das heißt, ich bin viel mehr vom... Also vom Vortragen bin ich ein bisschen weggekommen und bin viel mehr aufs Schreiben selbst gekommen. Wenn die Nacht einbricht, zeigt das Übel sein Gesicht im Nu. Prostitution, Munition, Business kennt keine Ruhe. Auf den Spuren von Kohle, Bullen und Huren. Nur ein unmoralisches Angebot bringt uns auf Touren. Mark aus Prag, geht aus dem Park aus Tag für Tag. Französische Liebe für deutsche Mark, weil ihn niemand mag. Das Geld ist das Blut unserer Welt. Jeder fragt sich, wo es steht, wenn der Dollar mal fällt. Ich weiß, du scheiß drauf, doch dies geht an die sich für uns opfern wie Mahatma Gandhi, Mutter Teresa, Thomas Sankara, Kurt Tucholsky oder Afrika Bambaataa. So ein Mensch müsste eigentlich unser Held sein, doch sehe ich sein Gesicht nicht auf unseren Geldschein. So ein Mensch müsste eigentlich unser Held sein und nicht irgend so ein stinkender Geldschein. Es dreht sich alles um Gewalt oder Sex, das ganze Geld ist Business, bedeutet nichts, was sich verändert. Es dreht sich doch nur alles um Gewalt oder Sex, das ganze Geld im Business bedeutet viel zu viel Stress. Yeah. Es dreht sich alles um Gewalt oder Sex, das ganze Geld im Business bedeutet viel zu viel Stress. Es dreht sich doch nur alles um Gewalt oder Sex, das ganze Geld im Business bedeutet viel zu viel. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich mir gar nicht so Gedanken darüber mache, was möchte ich ausdrücken, sondern dass die meisten Texte sich eigentlich von alleine schreiben. Einfach. Das sind einfach meine Gefühle einfach, oder wie ich halt das Leben sehe, das schreibt sich dann einfach von alleine auf. Und dann lese ich dann selber, genauso wie jeder, der dann die Platte anhört, höre ich mich dann selber an und krieg raus, wer ich bin. Als ich zur Schule ging das ziemlich schief. Fünf für Chemie, aber im Rappen bin ich der Chief. Der Paar, wo ist er? Die Sonne in der Galaxis, blauer Soundbaby, Theorie und Praxis. Überleg nicht lang, schreib's einfach hin. Egal ob sie sind, Hauptsache die Worte geben Sinn. Und Future Rap hat die Beats, die ich brauch. Dann fließ ich wie ein Schlauch, Öl und Essig über Schnittlauch. Mach mich locker, als ob ich mit dir Shit rauch. Das Beste kommt aus dem Bauch, dann wird's ein Hit auch. So wie das erste Album von LSD, ganz im Blau, blauer Samt, mein Stein für die BRD. Sellout Studios überm Warehouse. Aus diesem Puff brachten wir damals unsere erste Single raus. Und denk ich so an die Vergangenheit, dann denk ich an Future Rock. Zusammen hatten wir eine gute Zeit. Zeit. My flow's up, when the fucking world blows up. My flow's up, when the fucking world blows up. My
closer. Yeah. Da haben wir noch Kontrolle, alle haben die Luft, zeigt euch. Nicht so schüchtern. Heute ist der Tag, wo wir uns alle zeigen. Wir kommen aus unseren Löchern und zeigen, dass wir da sind. Wir zeigen, dass wir leben. Lebt ihr, seid ihr hier? Was ist los? Yeah. Ich brauche eure Hilfe. Yes, yes, yeah. And you don't stop. Hip hop. Hip hop. Deutschland als Türke aufzuwachsen ist ein ganz anderer Schuh als in der Türkei als Türke aufzuwachsen, weil du bist kein Ausländer dort, du bist Teil des Landes und bist auch ein Teil der Mediengesellschaft, die natürlich ihre eigene Prägung hat. In Deutschland lebst du ja mit einem ganz anderen Bewusstsein. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum türkisch Rap in Deutschland zuerst was Größeres dargestellt hat als in der Türkei. Weil es hier einfach wichtiger für uns war. Weil wir einfach hier eher das gespürt haben, dass wir das tun müssen und bestimmte Themen, auch politische Themen aufgegriffen haben, die die Kids in der Türkei vielleicht nicht so spüren. Das Problem war halt gewesen, als Hip-Hop praktisch den großen Medienhype abbekommen hat, war der halt wirklich voll fokussiert auf deutschen Rap. Aber bis dato war die Hip-Hop-Szene nicht deutsch, sondern sie war immer gemischt. Es waren viele Jugos, es waren viele Türken, Kurden, Schwarze, ich meine alle möglichen Leute. Und ich war die Anlaufstelle für viele türkische MCs, die halt sich immer an mich gewandt haben und haben gemeint, ja Buh, hör zu, kannst du uns nicht helfen, kannst du nicht das rausbringen und so weiter, bis dann irgendwann ich auf die Idee gekommen bin, einfach ein Mixtape zu machen und alle türkischen MCs darauf zusammenzufassen, die halt in unserem Umfeld sind.